Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Beratung des dritten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich bitte Sie, die Plätze schnell zu wechseln, damit wir zügig weitermachen können. Und die Aussprache eröffnet die parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz für die Bundesregierung. Ja. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor uns liegt der dritte Gleichstellungsbericht mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. In diesem Bericht kann man vier Kernpunkte rauslesen. Der erste Punkt ist, wir müssen unsere Einstellung, unseren Blick auf die Dinge verändern. Und dazu gehört, dass Frauen in der Digitalisierung mehr mitgestalten können müssen und dass Digitalisierung auch eine Chance für Gleichstellung ist. Und dazu wir aber mehr Frauen den Weg in den Bereich der IT-Berufe ebnen müssen und diese zusätzliche Chance zu nutzen, um Gleichstellung in diesem Land voranzubringen. Mit der Digitalisierung, worüber wir hier reden, gehen wir in eine vierte industrielle Revolution. Die entwickelt sich aber weit schneller als die bisherigen Revolutionen. Und sie ist nicht nur viel rasanter, sondern sie hat auch einen anderen Charakter. Und gerade deshalb ist es ja auch eine Chance und übrigens auch der Bedarf da, dass wir das nicht einfach nur an uns vorbeiziehen lassen wie einen rasenden ICE, sondern dass wir da auch Maßstäbe setzen, dass wir Standards setzen, dass wir Bedingungen dafür setzen. Und genau das sagen uns auch die Sachverständigen in der dritten Gleichstellungsbericht. Sie sagen, nutzt diese Chance. Die Expertinnen und Experten um Frau Professorin Yoldo Tok, sie haben im letzten Jahr dieses Gutachten für den Gleichstellungsbericht vorgelegt. 200 Seiten, 101 Handlungsempfehlungen. Und ich freue mich sehr, dass dieser Bericht heute den Bundestag und später auch Sie im Ausschuss erreichen wird. Und eins begleitet uns bei der ganzen Geschichte eigentlich andauernd. Es sind zu wenige Frauen in den IT-Berufen. Es sind zu wenige Frauen in den technischen Berufen. Es sind zu wenige Frauen in den Studiengängen und Ausbildungsgängen zu diesen Berufen. Und das müssen wir dringend ändern. Und genau das gehen wir auch mit so einem Bericht und mit Licht, indem wir da reinwerfen und aufklären und die Daten darstellen, auch mit ein. Wir im Ministerium haben da auch schon einige Projekte, die wir fortführen, die wir neu auf den Weg bringen, die wir voranbringen. Dazu gehört nach wie vor Girls Day. Und Sie alle als Abgeordnete sind mit aufgerufen, da mitzumachen, denn auch unser Beruf als Politikerinnen und Politiker ist leider kein typischer Frauenberuf. Auch da gehört das dazu. Oder das U-Code Girls. Darum, da geht es möglichst niedrigschwellig, das Coding jungen Mädchen nicht nur beizubringen, sondern sie zu ermuntern, einfach mitzumachen und das nicht den Jungs zu überlassen. Wir unterstützen Frauen in den KI-Berufen, in der KI-Branche darin, eigene Lösungen zu finden und zu unterstützen. Denn gerade die künstliche Intelligenz hat diesen anderen Blickwinkel, auch den weiblichen Blickwinkel, mehr als notwendig. Denn Algorithmen sind nicht geschlechtsneutral. Algorithmen können diskriminierend sein. Algorithmen können Frauen ausschließen. Und diese Ungleichheiten multiplizieren sich gleichmaßen, wenn wir das Ganze sich selbst überlassen und verstärken das Ganze. Deshalb wollen wir, dass Frauen in der KI nicht zusätzlich diskriminiert werden, wenn es darum geht, einen Job zu kriegen oder einen Kredit für ein Start-up in diesem Land. Das können wir übrigens auch nicht national lösen. Das müssen wir international angehen. Und deshalb begrüßen wir vom Haus aus sehr, dass die EU-Kommission mit der KI-Verordnung einen Vorschlag macht, um die Qualität und die Sicherheit der Nutzung von Algorithmen, zum Beispiel bei der Personalauswahl, voranzubringen. Das Frauenministerium arbeitet hier sehr stark in der internationalen Vernetzung. Und wir machen das auch nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium. Und das ist gut so, denn das ist nicht nur ein Thema für das Frauenministerium, sondern auch ein wirtschaftlicher Aspekt und Punkt in diesem Land. Frauen
sollten ganz selbstverständlich in der IT-Branche arbeiten können, in diesen Berufen. Sie sollten ihre Expertisen, ihren Blickwinkel, ihre Lebenserfahrungen mit reinbringen. Und damit verhindern wir Diskriminierungspotenzial nicht nur in der IT-Branche, sondern in der gesamten Gesellschaft. Dafür brauchen wir den Zugang zu Führungspositionen für Frauen, übrigens auf allen Ebenen. Und wir brauchen auch ein Kapital in der Digitalwirtschaft, damit wir das Ganze in dem Bereich voranbringen können. In der bundesweiten Gründerinnenagentur arbeiten wir genau daran, all diese Punkte umzusetzen. Die Digitalisierung ist im vollen Gang. Ich habe vorhin von einem ICE in voller Fahrt geredet. Und jetzt ist es an der Zeit, auch die richtigen Weichen zu setzen. Und die Zwischenrufe von den Kollegen sollen mich irgendwie, glaube ich, aus dem Konzept rausfliegen. Aber das ist irgendwie auch ein Teil des Systems, dass man genau das nicht macht, sondern dranbleibt. Dranbleibt an der Gleichstellung, dranbleibt, die Themen voranzubringen, auch dranbleibt, auch dann diese Diskussion zu führen, wenn sie einem Teil des Hauses überhaupt nicht gefallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen drei Sachen. Wir brauchen Mut, wir brauchen Wille und wir brauchen auch Geld, um das voranzubringen. Über das Letztere werden wir im Haushaltsverfahren reden. Über die ersteren beiden Sachen müssen wir schon heute und hier starten. Und übrigens, gerade als Politikerin in diesem Raum, müssen wir das auch immer wieder verteidigen. Und dieser Beispiel ist das Beste, um das noch mal zu unterstreichen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Nadine Schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 84% der Beschäftigten in der IT-Branche in Deutschland sind Männer. 84%. Gerade einmal 2 von 10 Start-ups werden von Frauen gegründet. Und selbst wenn der Zugang gelingt, verlassen mehr als 50% der Frauen die Digitalbranche wieder. Im Topmanagement findet man sehr wenig Frauen, auch in diesem Bereich. Und nur 13% der Informatikprofessuren an deutschen Universitäten sind mit Frauen besetzt. Das sind erschreckende Zahlen, die im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gut aufgearbeitet sind. Und diese Zahlen machen deutlich, Geschlechtergerechtigkeit, Chancengerechtigkeit ist in der Digitalbranche ein Problem, und zwar ein gewaltiges. Und das hat Konsequenzen. Das hat zum einen wirtschaftliche Konsequenzen. Denn wir alle wissen, Diversität ist ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg. Das haben zahlreiche Studien bewiesen. Und egal, in welches Unternehmen ich komme, Thema Nummer eins ist der Fachkräftemangel. Vor allem im innovativen Mittelstand und bei Start-ups sagt man, dass man gerade im digitalen Bereich viel zu wenig Fachkräfte findet. Und dann frage ich mich schon, wie wir uns den Luxus erlauben können, auf die Hälfte der Bevölkerung nahezu zu verzichten. Es ist aber auch gesellschaftlich ein Problem, denn durch die Digitalisierung ändert sich unser ganzes Leben, und dann kann es uns doch nicht egal sein, dass die Frauen daran so wenig beteiligt sind. Und auch das arbeitet der Gleichstellungsbericht gut auch, auch vor allem, was es heißt, wenn digitale, wenn KI-Systeme aus Daten lernen, die ein Bias haben, was dazu führt, dass Ungerechtigkeiten aus der Vergangenheit auch auf die Zukunft übertragen werden. Und der Gleichstellungsbericht bringt da sehr plastisch sehr gute Beispiele. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Professor Dr. Jule Tock und ihrer Kommission für die wichtige Arbeit, dass sie dieses Thema so umfassend aufgearbeitet haben. Ich will aber 3 Anmerkungen machen, die mir auch wichtig sind. Anmerkung Nummer 1. Ich finde es schade, dass der Bericht so wenig darauf eingeht, welche Chancen die Digitalisierung für Emanzipation, für Gleichberechtigung, für Partizipation hat. Digitalisierung kann auch ein Treiber dafür sein, wenn man es richtig macht, wenn man die Weichen richtig stellt. Und das kommt in meinen Augen in diesem Bericht ein bisschen zu kurz. Das Zweite,
Mehr Geschlechtergerechtigkeit in der digitalen Welt ist nicht nur eine politische Aufgabe. Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik. Und aus diesem Grund haben wir auch im vergangenen Jahr oder vor anderthalb Jahren die Initiative She Transforms IT gegründet mit Kolleginnen von allen demokratischen Fraktionen, mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und dieser Initiative She Transforms IT können sich alle anschließen, haben sich auch schon viele tolle Menschen angeschlossen, Männer wie Frauen, die sagen, der Zustand, den wir jetzt haben, den können wir so nicht lassen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. Und auf diese gemeinsamen Initiativen müssen wir auch in Zukunft setzen. Ich ermuntere alle, sich dem anzuschließen. Aus dem Grund haben wir auch die Gleichstellungsstiftung des Bundes ins Leben gerufen, die unter anderem ganz explizit im Gesetz genau diesen Auftrag auch hat, eben diese digitalen Entwicklungen in den Blick zu nehmen und hier dafür zu sorgen, dass die derzeitige Situation sich bessert. Und deshalb sage ich, es hilft nicht, wenn wir mit dem Finger aufeinander zeigen. Wir müssen das Thema gemeinsam angehen. Und gemeinsam angehen heißt auch nicht nur, dass wir jetzt irgendwie noch mal eine Regulierung schaffen und neue Gesetze und neue Vorschriften. Gemeinsam angehen heißt auch, dass wir mal auch als Gesetzgeber ganz kritisch hinterfragen müssen, ob wir nicht auch Gesetze haben, die in der digitalen Welt an Bedeutung verloren haben oder sogar kontraproduktiv sind. Beispielsweise das Mutterschutzgesetz. Das Mutterschutzgesetz sieht vor, dass nach 20 Uhr nicht mehr gearbeitet werden darf als Schwangere oder kurz nach der Geburt. Und nur bis 22 Uhr mit Genehmigung der Behörde. Das passt überhaupt nicht zur Lebensrealität einer Frau in der digitalen Branche, die vielleicht lieber mittags ihre Auszeit braucht, wenn sie schwanger ist, oder morgens und die abends sehr gut am Schreibtisch am PC arbeiten kann. Diese Flexibilität ist in dem Fall förderlich, und wir behindern sie durch unsere Regulierung, die gut gemeint war, aber aus einer Zeit kam, wo wir eher die Fabrikarbeiterinnen im Blick hatten und die auf manche Sachen einfach nicht mehr passt. Wir müssen den Blick weiten. Wir müssen auf digitale Bildung setzen in allen Ländern, damit wir schon früh die Mädchen wie die Jungs gleichermaßen von den tollen Möglichkeiten der Digitalisierung begeistern und sie dann automatisch Lust haben, in diesem Bereich tätig zu sein. Wir setzen auf die tollen Projekte. YouCode Girls ist genannt worden, viele MINT-Initiativen aus dem Bildungs- und Forschungsministerium und viele Organisationen, die sich genau um diese Themen verdient machen, gerade auch Start-ups und Initiativen wie die Hackerschool beispielsweise. Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen Finanzierung bekommen, wenn sie den Mut haben zu gründen. Das ist bisher nicht der Fall, auch das zeigt der Bericht. Und vor allem müssen wir Vorbilder schaffen. Janina Kugel hat einmal gesagt, wenn wir erfolgreiche Frauen mehr Sichtbarkeit verleihen, sehen Mädchen, dass ihnen alle Berufe offenstehen. Und das gilt ganz besonders für den Digitalbereich. Und deshalb haben alle eine Verantwortung, auch in den Podien, in den Kongressen, im Bundestag, in der Politik, in der Wirtschaft, für Sichtbarkeit zu sorgen. Und daran können alle mithelfen. Danke. Und die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Josefine Ortleb für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 2 Jahren hat in Deutschland der erste Supermarkt eröffnet, bei dem es keine KassiererInnen mehr gibt. Gezahlt wird einfach per App. Geöffnet ist der Laden rund um die Uhr. Für viele Menschen ist es praktisch. Sie können spontan einkaufen und brauchen nur eine App auf dem Handy. Für Supermärkte ist das günstig. Sie sparen sich das Personal. Doch für uns als Gesellschaft bedeutet dieser technologische Wandel soziale Veränderungen und Umbrüche. Vor allen Dingen für die Frauen und für die Gleichberechtigung in Deutschland. Und für uns bedeutet das, hier im Hohen Hause, wir müssen ganz genau hinschauen.
Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem kontaktlosen Supermarkt. Der Job an der Kasse wird eben oft von Frauen gemacht. Und was passiert mit diesen Frauen, wenn ihre Arbeitskraft durch Geräte oder Computer ersetzt wird? Oder was passiert mit der älteren Kundin, für die das Plaudern an der Kasse häufig der einzige menschliche Kontakt am Tag ist? Denn wer glaubt, der digitale Wandel sei geschlechterneutral, der liegt falsch. Der dritte Gleichstellungsbericht zeigt uns genau das auf. Dank der guten Arbeit der unabhängigen Sachverständigenkommission sehen wir die vielen Dimensionen der Ungerechtigkeit und was sich dringend ändern muss. Die wichtigste Erkenntnis aus meiner Sicht ist folgende. Einerseits spiegelt die digitale Welt die Machtverhältnisse unserer Gesellschaft wider. Andererseits schafft sie auch neue Realitäten. Die digitale Welt und die reale Welt beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt für uns als SPD-Bundestagsfraktion, wir müssen weiter daran arbeiten, Strukturen aufzubrechen, die für Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft sorgen. Nur so schaffen wir gleichberechtigte Teilhabe in der Technologieentwicklung, bei der Verteilung von Arbeitsplätzen oder bei der Nutzung von sozialen Medien. Zweitens müssen wir erkennen, wenn die Digitalisierung Ungerechtigkeiten verfestigt oder sogar verschärft. Denn Diskriminierungen werden häufig in Algorithmen festgeschrieben und sozusagen in Computersprache übersetzt. Wenn die meisten Entwickler in Deutschland und Designer vor allen Dingen auch von diesen Produkten männlich sind, dann gestalten sie die digitalen Produkte eben oft anhand ihrer eigenen männlichen Lebenswelt. Deshalb sollten wir Unternehmen verpflichten, ihre Algorithmen auf deren Geschlechtergerechtigkeit zu prüfen. Und wie das gelingen kann, zeigt ein Start-up aus meinem Wahlkreis, QuantPi, die mit ihrer Arbeit das Ziel haben, die Entscheidungen, die von Algorithmen getroffen werden, für alle nachvollziehbar zu machen. Das ist ein erster Schritt. Und mit dieser beeindruckenden Arbeit gelingt es, die Gesellschaft gerechter zu machen. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, dass der Anteil von Frauen in solchen Start-ups erhöht wird und mehr Frauen den Zugang zu Risikokapital zu ermöglichen, kommen wir der Gleichberechtigung wieder ein Stück näher. Deshalb ist es gut, dass wir uns vorgenommen haben, Gründerinnen im Digitalsektor durch Stipendien zu stärken. Auch bei der Verteilung von öffentlichen Geldern, die in die Digitalbranche fließen, müssen wir Gleichstellung immer mitdenken. Und natürlich müssen wir daran arbeiten, dass Mädchen und junge Frauen sich Informatikberufe zutrauen. Ich denke, wir sind uns einig, wie wichtig es ist, dass Programme wie der MINT-Aktionsplan und die Bundesinitiative Klischeefrei weitergeführt werden. Wir dürfen aber auch die vielen Frauen in den prekären Arbeitsverhältnissen nicht aus dem Blick verlieren. Sie verdienen wenig, leisten aber so viel unsichtbare Arbeit. Dazu gehört die alleinerziehende Mutter, die ihre Putzkraft auf einer Internetplattform anbietet. Oder die junge Studentin, die Online-Nachhilfestunden gibt. Denn viele Dienstleistungen, Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Sprachunterricht verschieben sich immer stärker in den digitalen Raum. Jobangebote werden von Nutzern online gestellt und selbstständig organisiert. Das macht zwar viele Frauen flexibel, aber es bestehen auch wirklich Gefahren. Die Gefahr, dass die rechtliche und soziale Absicherung nicht mehr greift. Die Frauen hangeln sich von Auftrag zu Auftrag und können es sich einfach nicht leisten, krank zu werden, kranke Kinder zu betreuen oder in den Urlaub zu fahren. Wir müssen dafür sorgen, dass auch auf digitalen Plattformen gute und faire Arbeitsbedingungen herrschen. Auch die Online-Bewertungen, die auf Internetplattformen geschrieben werden und Kommentare, die in den sozialen Medien gepostet werden, sind ein Problem. Hier erleben Frauen Hass, Hetze und Sexismus. Manche ziehen sich komplett aus dem Internet zurück. Dagegen müssen wir mit guten Beratungsstrukturen und informierten Behörden ankämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was der Bericht der Sachverständigenkommission klar macht, gleicher Zugang für Frauen, gleiche Nutzungsmöglichkeiten für Frauen, gleiche Gestaltungsmöglichkeiten für Frauen. Das muss immer
und überall gelten, und zwar gleichermaßen für den Arbeitsmarkt, das Lernen, Ausbildung, die Finanzwirtschaft, aber eben auch digitale Plattformen, einfach immer und überall. Denn Gleichstellungspolitik ist auch Gerechtigkeitspolitik. Das gilt für die analoge wie auch die digitale Welt, und dafür müssen wir kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Josefine Ortleb. Als nächster Redner erhält das Wort Thomas Ehrhorn für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, geschätztes Publikum. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 276 Seiten Geschwurbel, möchte man sagen, 276 Seiten, in denen man das immer gleiche Märchen erzählt von der diskriminierten Frau, die in der heutigen Gesellschaft nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, in Chefetagen vorzudringen, die nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, mit Digitalisierung fertig zu werden, und die selbstverständlich auch bei gleicher Arbeit nicht den gleichen Lohn erhält. Und die Frage, die sich auftut, ist die nach der Intention dahinter, die Frage qui bono, wem nützt das? Darauf werde ich noch kommen. Und selbstverständlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und diese Unterschiede sind beweisbar. Sie zeigen sich zum Beispiel in den völlig verschiedenen Präferenzen, die Männer und Frauen zum Beispiel bei der Berufswahl haben. Unterschiedliche Präferenzen bei den angestrebten Studiengängen. Und ja, es scheint auch heute noch so zu sein, dass es bei Frauen eine andere Bereitschaft gibt, zum Beispiel nach der Geburt des zweiten oder dritten Kindes nur noch in Teilzeit zu arbeiten. Und das sind aber eben die Ergebnisse freier eigener Entscheidungen. Und diese Entscheidungen haben dann natürlich auch Auswirkungen auf die eigene Karriere und die Bezahlung, die zu erwarten ist. Und genauso sieht es auch die kanadische Entwicklungspsychologin Susan Pinker, die in ihren Studien nachweist, dass gerade in einer besonders freien, gerade in wohlhabenden Gesellschaften die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die unterschiedlich gesetzten Prioritäten besonders stark hervortreten. Sie allerdings scheinen all das, was im Leben passiert, nur durch die von Ihnen selbst herbeifantasierten Benachteiligungen erklären zu wollen. Und der letzte Schrei dabei ist scheinbar das sogenannte Gender Care Gap, welches Sie gerade erfunden haben. Und da möchte ich Sie doch mal fragen, definieren Sie doch mal, was ist denn eigentlich häusliche Care-Arbeit? Der Reifen- und Ölwechsel am Familienauto, ist das nicht vielleicht auch Care-Arbeit? Wie sieht es denn aus, wenn am Rasenmäher das Messer stumpf ist und gewechselt und ausgebaut werden muss? Ist das nicht vielleicht auch Care-Arbeit? Und wer macht das denn? Wie sieht es denn aus, wenn nach einem Sturmschaden mit der Kettensäge in der Hand auf dem eigenen Grundstück der Sturmschaden beseitigt wird? Ist nicht vielleicht das auch Care-Arbeit? Und wer macht das? Und erzählen Sie mir doch bitte nicht, dass diese Art von Arbeiten durch Frauen erledigt werden. Aber es spielt auch gar keine Rolle, wer es am Ende macht, weil Familien, weil Paare sehr wohl in der Lage sind, untereinander festzulegen, wer was besser kann, wer etwas lieber macht und wie man Care-Arbeit dementsprechend im eigenen Haushalt am besten aufteilt, und zwar ohne ihre einmischende Belehrung. Nein, meine Damen und Herren, was Sie hier eigentlich vorhaben, ist etwas ganz anderes. Sie versuchen, immer größeren Teilen der Bevölkerung einzureden, dass sie auf irgendeine Weise benachteiligt und diskriminiert werden. Sie versuchen, den Chor der Blöden immer größer werden zu lassen, der das Lied von der eigenen Benachteiligung immer lauter singt. Das ist genau der Grund, warum Sie in diesem Hause auch einen Minderheitenhype betreiben seit vielen Jahren, der für die Mehrheitsgesellschaft eigentlich unerträglich ist. Nein, Sie versuchen, Ihr Narrenschiff zu füllen mit den Menschen, die Sie auf diese Weise manipulieren.
Und wenn Sie das dann erreicht haben, soll dieses Narrenschiff genau dorthin fahren, wo Rot-Grün es immer hinsteuern wollte, nämlich direkt in den Sozialismus, meine Damen und Herren. Bedauerlich ist nur eben, dass viele erst merken werden, was sie hier getan haben, wenn der Job und die Ersparnisse weg sind, die Steuerlast bei 70%, die Wohnung kalt und die Regale im Supermarkt leergeräumt. Vielen Dank. Können Sie bitte in der AfD-Fraktion noch mal die Masken überprüfen, dass sie auch wirklich über Mund und Nase sind? Das wäre sehr nett. Und als Nächstes erhält das Wort die Nicole Bauer für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kennen Sie Tishan Onaran, Annabel Ternes oder Constanze Buchheim? Sie sind maßgebliche Mitgestalterin der digitalen Szene in Deutschland. Constanze Buchheim, die Unternehmerin der ersten Stunde deutscher Digitalwirtschaft. Sie gründete 2009 iPotentials, eine vielfach ausgezeichnete Personalberatung für digitale Spitzenpositionen. Die Professorin und Zukunftsforscherin Annabel Ternes, eine der führenden Köpfe für nachhaltige und digitale Bildung. Oder Tishan Onaran, vernetzt in der Initiative Digital Women, digitale Gestalterinnen miteinander zu vernetzen und diese sichtbar zu machen. Sie zeigt uns starke Role Models und ist selbst eines davon. Denn nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und genau deshalb brauchen wir viel mehr weibliche Vorbilder in der digitalen Szene. Denn dort wird unsere Zukunft unseres Landes gestaltet. Und da sollten Frauen mitwirken, mitentscheiden und mitentwickeln. Mit nur 16% Frauenanteil ist die Digitalbranche weit davon entfernt. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier und heute mit dem dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zu diesem Thema aufmerksam machen. Denn es ist Zeit, etwas zu verändern, weiblicher und vielfältiger zu werden. Diversity schafft einfach mehr Perspektiven, Kreativität und bessere Lösungsansätze. Nutzen wir also die Chance für den digitalen Wandel, entwickeln wir die besten Lösungen für Zukunftstechnologien und bleiben wir international wettbewerbsfähig. Frauen sind der Business Case, meine Damen und Herren. Also, was können wir tun? Erstens, auf frühe MINT-Bildung setzen und einen Kulturwandel. Wir wissen, dass geschlechtsspezifische Stereotypen bereits im Alter von 6 Jahren verinnerlicht werden. Deshalb gilt es, früh anzusetzen und MINT-Programme in der frühkindlichen Bildung zu verankern. Und ich weiß es selbst, wie prägend es ist, als Mädchen den technischen Zugang ermöglicht zu bekommen. Und so fand ich auch persönlich meinen Weg in einen MINT-Beruf als Ingenieurin und deckte meine Leidenschaft für Innovation. Leider mit viel zu wenigen Frauen um mich herum, vor allem, wenn es im Karriereweg weiter nach oben ging. Deshalb brauchen wir einen Kulturwandel für mehr Frauen auf Top-Management-Ebene. Und die Zauberformel lautet dabei nicht Fix the Women, sondern Fix the Company. Zweitens brauchen wir viel mehr Frauen in Tech-Gründungen. Denn noch gründen Frauen wesentlich weniger. Und auch noch erkennen Investoren nicht das Potenzial der Frauen wegen unbewusster Vorurteile und veralteter Rollenbilder. Unser Ziel muss es sein, berufliches Selbstverständnis der Frauen zu haben, ihre Selbstverwirklichung voranzutreiben in der digitalen Branche, einen fairen Zugang zu Gründungs- und Wagniskapital zu schaffen. Und wir brauchen viel mehr Business Angels. All das haben wir in unserem Koalitionsvertrag. Und wir wären wirklich gut beraten, wenn wir dies in die Tat umsetzen. Und drittens brauchen wir viel mehr freie Individualität und eine moderne Arbeitswelt. Denn nicht nur die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, mehr berufliche Flexibilität zu haben, um Erwerbsarbeit und Care-Arbeit unter einen Hut zu bringen. Zeitlich, örtlich, unabhängiges, mobiles Arbeiten hilft dabei. Selbstverständlich ist es nicht automatisch, dass deshalb die unbezahlte Sorgearbeit besser zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wird. Doch es schafft eine neue Möglichkeit, auch innerhalb der Partnerschaft die Gender Care Share neu zu verhandeln. Also
machen wir uns klar und verabschieden wir uns ganz klar von überholter Präsenzkultur in den Unternehmen, veralteten Rollenbildern und Vorurteilen, meine Damen und Herren. Und drittens, eine Sache liegt mir als Liberale ganz besonders am Herzen, wenn wir heute über Digitalisierung sprechen, nämlich die geschlechtsbezogene digitale Gewalt entschlossen zu bekämpfen. Jeden Tag erleiden Mädchen und Frauen digitale Straftaten. Laut Weltmädchenbericht 2020 vom Plan International sind es 58% der Mädchen, in Deutschland sogar 70% der Mädchen, die Bedrohungen, sexistischen Kommentaren und Beleidigungen und Diskriminierungen im Netz ausgesetzt sind. Das schüchtert ein. Und viele schweigen danach. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Kolleginnen und Kollegen. Und genau deshalb ist es für uns als Freie Demokraten klar und eine besondere Herzensangelegenheit, auch die Istanbul-Konvention im Schutz für Mädchen und Frauen im digitalen Bereich umzusetzen. Überlassen wir diesen Bereich nicht den Hetzern und Hatern. Ja, die Digitalisierung hat Chancen und Herausforderungen zugleich. Die digitale Transformation eröffnet neue Spielräume in der Arbeitswelt im Allgemeinen, im persönlichen Aufstieg, in der Work-Life-Balance, in der fairen Geschlechterverwirklichung. Und eins klar, wir fürchten nicht diesen Fortschritt, sondern wir wollen ganz klar den gemeinsam gestalten. Männer und Frauen gemeinsam. Herzlichen Dank. Es folgt für die Fraktion Die Linke die Kollegin Heidi Reicheneck. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen! Als Mitarbeiterin der Jugendhilfe habe ich mit zahlreichen Mädchen und jungen Frauen gesprochen und vor allem auch über ihre Erfahrungen in den sozialen Medien. Und das hat mich oft entsetzt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an ein Mädchen, das eindeutig untergewichtig war und sich trotzdem zu dick fand, weil ihr der Algorithmus immer neue verzerrte Bilder vorgesetzt hat. Dazu muss man wissen, 95% der 10- bis 18-Jährigen nutzen soziale Medien. Die Nutzungsdauer hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie sogar verdoppelt. Und dabei sehen junge Menschen im Schnitt 5.000 Bilder pro Woche. Bewusst oder unterbewusst vergleichen sich vor allem Mädchen und junge Frauen mit Bildern, die oft retuschiert oder nachbearbeitet sind und ein extrem schlechtes Körpergefühl entwickeln. Vermitteln. Ganz zu schweigen von den Beleidigungen, denen Frauen und Mädchen online ausgesetzt sind. Laut dem vorliegenden Gleichstellungsbericht, wir haben es gerade gehört, werden 70% der befragten Mädchen in Deutschland online belästigt. Auch hier erinnere ich mich leider an viel zu viele Gespräche über die Folgen dieser Belästigung. Rückzug aus den sozialen Medien, Hilflosigkeit, Angststörungen. Obwohl der dritte Gleichstellungsbericht mittlerweile über ein Jahr alt ist, sehr gute Lösungen präsentiert, sehe ich leider bisher recht wenig. Wo ist zum Beispiel die umfassende Förderung von Vorbildern und positiven Beispielen? Im Gegensatz zur letzten und leider auch noch zur aktuellen Regierung sind hier viele junge Menschen bereits aktiv geworden. Es gibt beeindruckende Accounts, die Selbstakzeptanz stärken, Austausch ermöglichen, Unterstützung anbieten. All diesen Menschen möchte ich an dieser Stelle einmal herzlichen Dank dafür sagen, dass sie sich das Internet zurückerobern. Aber auch die Medienschaffenden sind hier in der Pflicht. Auch der Ausbau der Medienbildung ist zentral. Das heißt vor allem eine bessere strukturelle Förderung der Jugendarbeit, damit die KollegInnen dort besser auf die Herausforderungen der sozialen Medien reagieren können und das Personal mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten kann, statt einen Antrag nach dem nächsten zu verfassen. Und das hat die Kollegin gerade sehr gut deutlich gemacht, es braucht klares Handeln gegen digitale Gewalt. Überwachungs-Apps, das Veröffentlichen von intimen Aufnahmen oder Online-Stalking. Wir brauchen endlich flächendeckende Beratungsangebote und eine Stärkung von Fachkompetenz, vor allem bei Polizei und Justiz. Am besten über verpflichtende Weiterbildungen. Frauenhäuser und Beratungsstellen brauchen IT-Unterstützung, zum Beispiel durch gut erreichbare IT-Kompetenzzentren, die bei Fragen digitaler Gewalt technisch unterstützen. Die To-Do-Liste ist lang. Die letzte Regierung hat das leider verschlafen. Die neue Koalition, die sich Fortschrittskoalition nennt, von der erwarte ich ja einiges. Ich gebe Ihnen einen Vertrauensvorschuss, verspielen Sie den nicht.
Die Digitalisierung hat aber seit Corona auch unsere Arbeitswelt komplett umgekrempelt. Die Arbeit im Homeoffice führt zu Dauererreichbarkeit. Arbeitszeiten dehnen sich aus und Ruhephasen werden ausgehebelt. Gerade Frauen übernehmen im Homeoffice zusätzlich auch noch mehr Sorgearbeit als sowieso schon. Ich erinnere kurz, Frauen haben bereits vor Corona 53% mehr Zeit für Haus- und Sorgearbeit erbracht als Männer. Bei Paaren mit Kindern waren es sogar 83% mehr. Die Schließung von Kitas und Schulen hat zudem den Betreuungs- und Organisationsbedarf, Stichwort Homeschooling, drastisch erhöht. Und wer hat das größtenteils aufgefangen? Das wird Sie alle sehr überraschen. Es waren die Frauen. Viele Frauen haben deswegen ihre Arbeitszeit reduziert. Und ja, auch Männer haben das teilweise gemacht. Doch nach 2 Corona-Jahren arbeiten die Männer jetzt wieder wie vorher, während jede 5. Frau immer noch ihre Tätigkeit reduzieren musste, um unplanbaren Betreuungssituationen gerecht zu werden. Und was haben wir nun davon? Vor allem Mütter haben während der Pandemie das Vertrauen in die Politik verloren. Es wurde viel zu wenig getan, um Familien, speziell Mütter und Alleinerziehende, in den letzten 2 Jahren zu entlasten. Stattdessen erleben wir einen Rückfall in alte Muster. Mann verdient Geld, Frau kümmert sich. Und wissen Sie, was das besonders perfide ist? Immer mehr, noch nicht genug, Männer wollen auch Gleichstellung im Privaten. Sie wollen die Sorgearbeit fairer aufteilen, aber stoßen, wie Frauen seit Jahrzehnten übrigens auch, in der Realität an ihre Grenzen. Deswegen muss zum Beispiel endlich das Ehegattensplitting abgeschafft werden, statt mit einer solch fehlgeleiteten Politik weiter die traditionelle Rollenverteilung zu zementieren. Wenn wir uns mit Gleichstellung beschäftigen, dann müssen wir an den Kern der Problematik Betreuungsangebote ausweiten, soziale und pflegerische Berufe, in denen Frauen klassisch überrepräsentiert sind, endlich mit besserer Bezahlung aufwerten, Minijobs nicht ausweiten, wie sie planen, sondern sie in voll sozialversicherungspflichtige Jobs überführen. Aber natürlich können wir stattdessen über einen Bericht diskutieren, der über ein Jahr alt ist. Das hilft nur leider niemandem da draußen, der auf unsere Arbeit angewiesen ist. Vielen Dank. Sie müssen einfach schneller denken, dann verstehen Sie mich auch. Die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grüne ist Denise Lob, und es ist ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen der demokratischen Parteien, liebe ZuhörerInnen, wussten Sie, dass biometrische Identifikationssysteme weiße Menschen besser erkennen als Schwarze? Dass promovierten Frauen der Zugang zu Umkleide im Fitnessstudio verwehrt wurde, weil das automatische Zugangssystem den Doktortitel ausschließlich Männern zuordnete? Und dass Stellenausschreibungen für Lkw-Fahrer auf einer sozialen Plattform vorrangig Männern angezeigt werden, während Anzeigen für Erzieher vorrangig Frauen gezeigt werden? Diese Beispiele aus dem 3. Gleichstellungsbericht zeigen: Algorithmen führen bestehende Geschlechterstereotype fort und sie können sie sogar verstärken. Auch deshalb ist es ein großes Problem, dass nur 16% der Frauen in der Digitalbranche tätig, sie kaum in dessen Führungsposition vertreten und sie auch bei der Gründung von Start-ups deutlich unterrepräsentiert sind. In anderen Worten, Frauen sind an der digitalen Transformation in diesem Land nicht angemessen beteiligt. Und das hat Einfluss auf die Entwicklung von neuen digitalen Technologien. Denn sie sind nie neutral. Sie sind immer in gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Kontexten eingebettet. Liebe KollegInnen, Digitalisierung hat Auswirkungen. Und zwar ganz reale Auswirkungen. Im Alltag und auf die Teilhabechancen von Frauen und Mädchen. Das sieht man zum Beispiel an der Situation von Frauen im Homeoffice während der Pandemie. Auf der einen Seite kann das Arbeiten von zu Hause Chancen bieten, Erwerbs- und Sorgearbeit besser zu vereinbaren. Auf der anderen Seite zeigt sich aber, dass es gerade die Frauen sind, die unbezahlte Sorgearbeit sehr viel stärker ausweiten im Homeoffice als Männer. Das bedeutet, auch hier muss bei der Erarbeitung von gesetzlichen Rahmenbedingungen die Perspektive von Frauen sehr viel stärker berücksichtigt werden. Eine weitere Realität ist, Frauen sind von digitaler Gewalt im Netz betroffen. Und insbesondere dann, wenn sie sich antirassistisch und queerfeministisch engagieren. Laut einer Studie, wir haben es jetzt heute schon mehrfach gehört, von Plan International Deutschland, haben 70% der jungen Frauen in Deutschland im Internet bereits Bedrohung oder Gewalt erlebt. Und leider bestätigen auch aktuelle Zahlen, dass sie sich deshalb aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen.
Das ist ein demokratisches Problem. Das müssen wir ändern. Frauen haben ein Recht darauf, auf eine gleichberechtigte und sichere Teilnahme am öffentlichen Diskurs. Digitale Gewalt müssen wir immer und überall bekämpfen. Denn jede Form von Diskriminierung der Frauen begünstigt geschlechtsspezifische Gewalt. Aus dem dritten Gleichstellungsbericht lässt sich auch ein klarer Auftrag für die Ampelkoalition ableiten. Deswegen bin ich unserer parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz sehr dankbar für ihre deutlichen Worte und die Bitte, diese wichtigen Themen auch im Haushalt zu verankern. Denn wir brauchen dieses Geld, um die Handlungsempfehlungen des Berichts in der ressortübergreifenden Gleichstellungsstrategie zu berücksichtigen, um die Digitalisierungsstrategie, um eine geschlechtersensible Perspektive zu erweitern und um MINT-Programme zu fördern, damit Geschlechtsstereotype und Zugangsbarrieren für Frauen und Mädchen in der IT-Branche abgebaut werden. Alle diese Maßnahmen sind notwendig. Denn wir wollen doch alle in einer Gesellschaft leben, in der nicht nur die technischen Aspekte, sondern auch die Menschen in ihrer gesamten Vielfalt berücksichtigt werden. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der sich alle unabhängig vom Geschlecht sicher, diskriminierungsfrei und gleichberechtigt an den digitalen Transformationsprozessen beteiligen, damit alle Menschen gleichermaßen von den vielen Chancen der Digitalisierung profitieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Und als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Dr. Katja Leikert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich müsste der Name Karin Dorepal jedem ein Begriff sein. Sie hat im Jahr 2004 geschafft, was noch keiner Frau in Deutschland vorher gelungen war. Sie war die erste Frau im Vorstand eines DAX-Konzerns. Und von da an hat es lange 15 Jahre gedauert, bis der nächste Meilenstein tatsächlich dann erreicht war. Mit Jennifer Morgan bezog 2019 zum ersten Mal eine Frau das CEO-Büro in einem DAX-Konzern. Jetzt herrschen heute nicht mehr die Verhältnisse von 2004, aber ein Frauenanteil in den Vorstandsbüros der 200 größten Unternehmen von gerade einmal 15% zeigt, dass die Chancengleichheit für Frauen in vielen Unternehmen immer noch Utopie ist. Und sehr geehrter Kollege Erhorn, ob Sie es glauben oder nicht, es ist gar keine angeborene Eigenschaft von Frauen, nach dem zweiten oder dritten Kind freiwillig zu Hause zu bleiben oder nur halbtags zu arbeiten. Und es ist die Aufgabe von uns allen hier, diese Zustände endlich zu ändern. Denn auch außerhalb der Vorstandsetagen sieht es mit Frauen in der IT-Branche mager aus. 2021 lag der Frauenanteil in Deutschland bei 18%. In Informatikstudiengängen liegt der Frauenanteil knapp bei einem Viertel. Auf offene Positionen im Bereich Programmierung und IT bewerben sich je nach Position nur 10-20% Frauen. Im Start-up-Umfeld ist es kaum besser. An der Gründung mit vorwiegend digitalen Geschäftsmodellen und Plattformen sind nicht einmal 16% Frauen in den Gründungsteam verbreitet. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf so nicht bleiben. Viele dieser Entwicklungen stützt auch der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, den wir heute hier beraten. Auf 276 Seiten legt die Sachverständigenkommission dar, wo der Handlungsbedarf für die Gleichstellung von Frauen in der Digitalbranche einer digitalisierten Gesellschaft bestehen. Und dass es im Jahr 2022 noch einen 276-seitigen Bericht zu dem Thema braucht, veranschaulicht genau die große Herausforderung, vor der Frauen heute stehen, wenn sie im digitalen Kosmos Fuß fassen wollen. Und diese Herausforderung anzugehen, und das sollten wir hier alle gemeinsam tun, müssen wir ein zweischichtiges Problem angehen. Erstens die Tatsache, dass Frauen immer noch zu selten in digitalen Jobs und Studiengängen vertreten sind. Und zweitens, dass Frauen noch immer zu selten in Führungspositionen zu finden sind. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Arbeitgeber können es sich schlichtweg nicht leisten, auf weibliche Fachkräfte zu verzichten. Und was es hier braucht, ist ein Dreiklang
früh Aufmerksamkeit zu schaffen, Vorbilder aufzuzeigen und ja, liebe Männer, auch Karrieren von Frauen nicht im Weg zu stehen. Es muss bereits im jungen Alter Aufmerksamkeit für die MINT-Berufe bei Mädchen erzeugt werden. Zielgerichtete Kampagnen wie U-Code Girls sind da eine von vielen. Verpflichtende Angebote in Kitas und Grundschulen und geschultes Personal sind von großer Bedeutung. Und ganz zentral sind natürlich auch Vorbilder. Das wissen wir Frauen am allerbesten. Weniger Klischees, mehr Role Models. Wir brauchen weibliche Führungskräfte in IT-Berufen, die die Diversität in Unternehmen erhöhen und einen Multiplikatoreneffekt haben. Unbewusste Vorteile, dass DAX-Vorstände grauhaarige Anzugträger zu sein haben, müssen endlich der Vergangenheit angehören. Und was es hierfür braucht, und es muss auch im Jahr 2022 immer noch angesprochen werden, sind eben auch Männer in Führungspositionen, die diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess offen gegenüberstehen. Denn sie sind es meistens, die Einstellungen vornehmen und Beförderungen entscheiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte jetzt noch weiter ausführen, wie wichtig genügend Kita-Plätze sind und Betreuungsangebote, ganz unabhängig von der Branche, digital oder analog, möchte ich gerne die Bundesregierung dazu auffordern, sich weiter für den Ausbau dieser Plätze einzusetzen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich hoffe inständig, dass es zukünftig keines fast 300-seitigen Berichts mehr braucht, um Frauen gleichzustellen und dass es bald der Vergangenheit angehört. Bitte lassen Sie uns endlich PS auf die Straße bringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und als nächste Rednerin erhält das Wort Dr. Caroline Wagner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Guten Morgen und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Die meisten von Ihnen dürften jetzt das grinsende Gesicht von Jim Carrey vor Augen haben, der im Film Die Truman Show der Star seiner eigenen Serie ist, ohne davon zu wissen. Wie sollte er auch? Immerhin, so die Story des Films, ist der 29-jährige Truman bereits als Baby in das Filmsetting quasi eingepflanzt worden und dieses wurde ihm als Wirklichkeit verkauft. Eine simulierte Realität, die zu bröckeln beginnt, als ihm eines vermeintlich normalen Tages plötzlich ein Scheinwerfer vom Himmel vor die Füße knallt. Truman beginnt daraufhin zu zweifeln. Er schaut genau hin und erkennt mehr und mehr, dass das, was er als Wirklichkeit begriffen hatte, purer Schein ist. Und er beginnt erbittert dagegen anzukämpfen. Ziemlich ähnlich gelagert ist die Frage um die Gleichstellung. Denn strukturelle Diskriminierung gegenüber Frauen in unserer Gesellschaft ist ein Fakt. Punkt. Denn, werte Kolleginnen und Kollegen, vom Geschlecht hängen natürlich, zu Ihnen komme ich gleich noch, vom Geschlecht hängen natürlich zahlreiche biologische Faktoren ab, aber vom Geschlecht hängen eben weder Wissen noch Können, Talent, Know-how, Neigung oder Interesse ab. Aber ich sage auch ganz klar, dies ist die Ausgangsbasis für Gleichstellungsarbeit und wer diese Ausgangsbasis nicht teilt, so wie ich es heute ja schon in Wortmeldungen herausgehört habe, wer das nicht teilt, der erkennt natürlich auch nicht den Sinn und den Nutzen der Maßnahmen, die strukturelle Diskriminierung beseitigen. Und wer das alles nicht sehen will, der blickt nur auf eine Kulisse, wie sie die Berge, der Himmel und das Meer in der Truman Show sind. Und das ist sehr, sehr tragisch in der Konsequenz, werte Kolleginnen und Kollegen, denn diese fallen ja deshalb nicht weg, nur weil man das Problem nicht erkennt und wahrhaben will. Und was ist die Konsequenz dieser strukturellen Diskriminierung? Was ist die Konsequenz dieser wirkmächtigen Rollenklischees, die ständig repliziert werden? Die Konsequenz ist, dass wir viele Talente in diesem Land ungenutzt liegen lassen. Ganz deutlich zeigt sich dies mit einem Blick auf die IT- und Technikbranche. 16%, das ist der Frauenanteil in der IT-Branche in der Bundesrepublik Deutschland. 18,5% sind es in der gesamten EU. Und das, obgleich diese Branche eine Zukunftsbranche ist und unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Anschlussfähigkeit ganz erheblich davon abhängen, Digitalisierung und Informatik voranzutreiben.
Nun ist klar, es können ja im Beruf nur mindestens so viele Frauen eingesetzt werden, wie sich in der entsprechenden Ausbildung auch begeben. Also lassen Sie uns auf die Ingenieurs- und Informatikstudiengänge schauen. Der Anteil an Absolventinnen in der Abschlusskohorte liegt hierbei gerade einmal 25% bzw. 21% für die Informatik. Und natürlich muss man auch hier auf die vorherige Stufe der Bildungsbiografie gucken. Auch als Schulfach wird die Informatik von Mädchen weniger häufig auf erhöhtem Anforderungsniveau gewählt als von Jungen. Und nun kann man sich aufgrund dieser Datenlage, aufgrund dieser Fakten auch einfach ganz bequem zurücklehnen, so wie es der Herr Ehrhorn eben tut, und sagen, ja Mai, das dürften doch dann die Frauen selber wählen, wird ihnen doch nicht vorgeschrieben, ob sie Informatik studieren. Ja, das stimmt vielleicht, aber es stimmt eben auch, dass Frauen auf dem Weg zu einem solchen Studium und somit auf dem Weg zu einer Karriere in der IT- oder Technikbranche mit ungeheim mehr Hindernissen und Stolpersteinen konfrontiert sind als ihre männlichen Weggefährten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, Herr Ehrhorn, den Wirkungszusammenhang, den kann ich Ihnen auch noch erklären. Ja? Mädchen erfahren ganz früh, dass es schon irgendwie seltsam ist, wenn sie sich für Technik interessieren, wenn sie gern in der Werkstatt tüfteln oder am Computer programmieren. Und es braucht eine hohe innere Antriebskraft und innere Stärke, sich dieser spürbaren Konfrontation zu entziehen und dran zu bleiben am Interesse für Technik. Diese Erfahrung machen viele Mädchen und junge Frauen, die sich für eine solche Laufbahn entscheiden. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, schon früh im Bildungsprozess anzufangen mit dem Abbau derartiger Rollenklischees und Stereotype. Und deswegen sind Projekte wie der Girls Day, der Boys Day, der Nationale Pakt für Frauen in MINT und andere Maßnahmen so wichtige Bausteine auf dem Weg dorthin. Und bei all diesen Maßnahmen geht es darum, Kindern allgemein und im Speziellen Mädchen und junge Frauen frühestmöglich abzuholen, sie zu ermutigen und zu unterstützen. Solche Förderprogramme und Maßnahmen, und das hebt eben die Bundesregierung und der Sachverständigenrat im Gleichstellungsgutachten richtigerweise hervor, können gar nicht früh genug ansetzen. Und diese Programme, sie wirken auch, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Vor dem Antritt meines Mandats im Herbst durfte ich an einer technischen Hochschule in der Oberpfalz ein solches Förderprogramm für junge Frauen in MINT umsetzen. Ziel dieses Programms war die Stärkung des MINT-Interesses von Schülerinnen in der Abschlussphase und beim Übergang zu einem Studium, also genau dann, wenn die Gefahr besteht, dass es zum Bruch kommt mit dem eigentlichen Interesse. Das Bestärken dieser Schülerinnen in ihrem MINT-Interesse ging aber auch stark einher mit dem Bewusstmachen geschlechtsspezifischer Wirkmechanismen. Viele der Mädchen, die bei diesem Projekt mitgemacht hatten, denen knallte ebenso wie Truman Burbank irgendwann plötzlich ein Scheinwerfer vor die Füße und sie wurden sich bewusst, wie ihre Umwelt auf sie als technikbegeisterte Mädchen reagierte und was das auch mit ihnen selbst wiederum machte. Dieses Erkennen bestärkte viele von ihnen, ihren Weg in ein technisches Studium oder eine technische Ausbildung auch wirklich umzusetzen. Dass also Projekte wie dieses zur Verbesserung führen, das sieht man auch insgesamt an leichten Anwüchsen beim Anteil der Frauen in MINT-Studiengängen. Es sind keine großen Sprünge, die sich hier zeigen, aber der Anteil wächst. Er wächst langsam, aber er wächst, denn immerhin geht es darum, lange institutionalisierte Muster und Denkweisen in unserer Gesellschaft aufzubrechen. Und das ist eben auch keine leichte Aufgabe, sondern ein langer Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch hierbei können wir uns ein Beispiel an einer Frau aus der Naturwissenschaft nehmen, denn schon die zweifache Nobelpreisträgerin für Chemie und Physik Marie Curie sagte, ich habe gelernt, dass der Weg des Fortschritts weder kurz noch unbeschwerlich ist. Und Gleiches gilt für den Weg der Gleichstellung der Geschlechter. Deshalb lassen wir uns aber nicht aufhalten, gehen wir weiter, brechen wir weiterhin Rollenklischees auf und entfesseln damit viele Talente in diesem Land. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich möchte den Abgeordneten Fahle bitten, von der AfD-Fraktion doch bitte auch seine Maske immer aufzubehalten. Als nächste Rednerin erhält das Wort für die AfD-Fraktion Mariana Harder-Kühnel. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Bericht ist ein Paradebeispiel dafür, wie Steuergelder verschwendet werden.
276 Seiten voller Ideologie, 276 Seiten voller hohler Phrasen über die geschlechtergerechte Gestaltung der Digitalisierung. Über 100 sogenannte Experten setzen sich mit Pseudo-Problemen auseinander. 388 Mal ist von Gender die Rede und 827 Mal von Gleichstellung. 827 Mal, das ist geradezu obsessiv. Sie wollen mit aller Macht, so in der, auch in der Digitalisierung, die Gleichstellung der Geschlechter durchsetzen. Wir brauchen aber keine Gleichstellung im Sinne von Ergebnisgleichheit. Wir brauchen vielmehr Gleichberechtigung im Sinne von Chancengleichheit. Chancengleichheit muss selbstverständlich gegeben sein. Das bedeutet aber nicht, dass man in allen Bereichen und mit aller Macht einen 50-prozentigen Anteil von Frauen erzwingen muss, sondern einfach, dass es auch jeder Frau möglich sein muss, jeden Beruf zu ergreifen, den sie möchte. Und wenn sich trotz Chancengleichheit nur 16% der Frauen für eine Karriere in der Digitalbranche entscheiden, dann ist das ebenso. Akzeptieren Sie einfach die Unterschiedlichkeit der Geschlechter, lassen Sie Frauen Frauen und Männer Männer sein. Mehr als jedes ideologisch versiffte Gleichstellungsprogramm würde Frauen Wertschätzung helfen. Wertschätzung für das, was sie sind und für das, was sie leisten. Zum Beispiel, indem man die Anerkennung ihrer Erziehungsleistungen in der Rente endlich schafft. Und wissen Sie was? Im angeblich ach so konservativen, ach so erzkatholischen Polen propagiert kein übergriffiger Staat, welche Rollen Mann und Frau in Familie, Beruf oder eben in der digitalen Welt zu spielen haben. Das Ergebnis: In Polen liegt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 44%, im Bund diversen Deutschland nur bei 28%. Also nehmen Sie doch bitte mal frauenpolitischen Nachhilfeunterricht bei unseren östlichen Nachbarn, meine Damen und Herren. Diskriminierung findet in Deutschland zwar statt, aber an ganz anderer Stelle als in der Digitalbranche. Diskriminierend ist es, Frauen als Dummchen darzustellen, die es ohne staatliche Quotenregelung zu nichts bringen. Diskriminierend ist es, die Lebensleistung von Frauen nur anhand ihres Berufslebens zu messen, während ihr Einsatz für Kinder und Familie unberücksichtigt bleibt. Und wer sich den Gleichstellungsbericht kritisch durchliest, der erkennt schnell, dass die dort angeführte angebliche Diskriminierung nichts weiter ist als ein Vorwand. Ein Vorwand für die von der Ampel bereits auf allen Ebenen praktizierte Transformation. Die Transformation, mit der man die Gesellschaft umformen will, um das eigene ideologisch verblendete Weltbild zu etablieren. Und dass dies unter anderem kommen Sie bitte zum staatlich Schluss, Frau Kollegin. Frühkindliche Bildung erreicht werden soll, zeigt die Gefährlichkeit dieser Regierung auf. Denn Kinder sind keine ideologischen Projekte, sondern unsere Zukunft. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort für die FDP-Fraktion die Kollegin Katja Adler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit nunmehr 14 Jahren erinnert der Equal Pay Day an den langen Weg zur Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern. Der Equal Pay Day zeigt jedes Jahr, dass die Gleichstellungsdebatte nicht mehr nur über die rechtliche Gleichstellung geführt werden darf, sondern über tatsächliche gleiche Verwirklichungschancen geführt werden muss. Der nun dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung beschreibt die aktuelle Situation von Frauen, insbesondere im Digitalbereich, und gibt uns allen Handlungsempfehlungen und Hausaufgaben auf. Heute sind wir zwar gesellschaftlich angesprochen und sensibilisiert, weil sich zum Beispiel unternehmerischer Erfolg nachweislich in diversen Teams besser einstellt als in homogenen Teams. Dennoch werden gerade einmal 15,7% der Start-ups in Deutschland von Frauen gegründet.
Nur 10% der Frauenteams erhalten Kapital von Business Angels und nur 8% erhalten Risikokapital. Selbst bei staatlichen Fördermitteln erhalten nur 21% der Frauenteams eine Förderung. Und das, obwohl Unternehmen, die von Frauen gegründet werden, oftmals viel nachhaltigeren Erfolg nachweisen können. Und haben Frauen den Schritt in die Digitalbranche gewagt, bleiben sie oft nur kurz dort. Die hohe Fluktuation wirft auch im Bericht ein Schlaglicht auf die Arbeits- und Unternehmenskultur. Verbreitete stereotype Vorstellung von Frauen in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld und manche Elemente der in diesem Unternehmen verbreiteten Arbeitsmethoden werden als zentrale Gründe dieser geringen Verweildauer von Frauen in der Digitalbranche gesehen. Schaffen wir also den Rahmen für einen Wandel der Arbeits- und Unternehmenskultur, um mehr Frauen langfristige Perspektiven zu bieten. Verschaffen wir mehr Frauen Zugang zu Finanzierung und zu Förderung. Verhelfen wir mehr Frauen zu mehr Sichtbarkeit. Zeigen wir, dass wir tolle Frauen in der Digitalbranche haben. Nur dies ist unser Weg zu dauerhaftem Erfolg und zur Konkurrenzfähigkeit auch im europäischen Vergleich. Ein Wandel der Arbeits- und Unternehmenskultur ist auch bedingt durch einen Wandel unserer gesellschaftlichen Kultur insgesamt. Denn solange Mütter, die neben ihrer Familie auch ihre Karriere verfolgen, als Rabenmütter dargestellt werden, haben wir noch einen langen Weg vor uns hin zu einem wirklichen Kulturwandel in unserer gesamten Gesellschaft. Für diesen Kulturwandel braucht es mutigere Ansätze. Dafür braucht es alle Menschen unserer Gesellschaft. Es braucht Frauen, die sich für eine Karriere im Digitalbereich einstellen. Und es braucht Männer, die diesen Wandel aus tiefer Überzeugung mittragen. Kommen Sie bitte und zum vor Schluss, allem vorantreiben und unterstützen. Also, liebe Frauen und liebe Männer, seien wir mutig und gehen wir gemeinsam voran. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser dritte Gleichstellungsbericht, den debattieren wir hier, weil sich die Bundesregierung es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Erkenntnisse aus der Geschlechterforschung ernst zu nehmen, seine Handlungsempfehlungen in die konkrete politische Arbeit einfließen zu lassen. Und viele Empfehlungen stehen schon im COA-Vertrag und auch im Regierungsprogramm, wie beispielsweise Gewalt gegen Frauen, die auch im digitalen Raum ausgeübt wird. Hier muss deutlich stärker gendersensibler Schutz gewährleistet werden. Die Regierung setzt auf Synergien und siedelt den kommenden Gleichstellungsbericht in der neuen Bundesstiftung Gleichstellung an. Das ist gut, das wird jetzt gemacht. Aber, Kolleginnen und Kollegen, was nicht vorhersehbar war, das war die Pandemie und ihre Auswirkungen. Und unter Corona hat dieser dritte Gleichstellungsbericht Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten besonders Aktualität bekommen. Wir haben als Gesellschaft in der Pandemie einen Digitalisierungssprung gemacht. Aber was nicht gelungen ist, ist, geschlechtergerecht durch die Corona-Krise zu kommen. Frauen haben in den letzten 2 Jahren zu oft und zu lange bis zur Erschöpfung das Unmögliche versucht. Homeoffice, Homeschooling, Haushalt, alles gleichzeitig. Nicht wenige, die systemrelevant sind oder nicht im Homeoffice arbeiten können und gleichzeitig keine Kinderbetreuung zur Verfügung haben, kündigten ihren Job. Da müssen wir ehrlich sein, Kolleginnen und Kollegen, die besten Rahmenbedingungen helfen Frauen nicht weiter, wenn sie nicht entlastet werden, wenn es keine Umverteilung von Care-Arbeit gibt. Und vor allem, wenn nahezu erwartet wird, dass die Frauen es schon irgendwie machen, dass sie zurückstecken. Nein. Wenn die digitale Zukunft der Arbeit gestaltet wird, ist es zentral, Erwerbs- und Sorgearbeit zusammenzudenken, wirksame Regelungen zu schaffen und Kinder und Job partnerschaftlicher aufzuteilen. Und die Vorhaben der Ministerin Spiegel sind hier gut und wichtig. Sie wurden gestern im Ausschuss vorgestellt. Das gehen wir jetzt an. Und ich freue mich auf die Umsetzung dieser Maßnahmen. Vielen Dank.
Als nächste Rednerin erhält für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Dorothee Beer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der dritte Gleichstellungsbericht verbindet zwei Querschnittsthemen, auf der einen Seite Digitalisierungspolitik, auf der anderen Seite Gleichstellungspolitik. Und wenn man auf die Handlungsempfehlungen des Berichts schaut, sieht man sofort, dass nicht nur sämtliche Bundesministerien betroffen sind, sondern auch alle politischen Ebenen angesprochen sind. Und wenn man sich anschaut, dass das ja jedes für sich genommen schon eine wahnsinnige Mammutaufgabe ist, sind es natürlich beide zusammen erst recht und beide Themen absolute Herzensthemen von mir. Und ich weiß, dass wir in beiden Bereichen schneller vorankommen müssen, weil wir es ganz besonders unseren Töchtern auch schuldig sind. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, Herr Erhorn, Frau Haarder-Kühnel, wie Sie hier solche Reden halten können. Sie haben im Kirschner stehen, dass Sie auch Kinder haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Töchter dabei sind. Aber es ist schon etwas befremdlich. Und ich frage mich, ob Sie sich morgen überhaupt nach so einer Rede wieder in Ihre eigene Familie zurücktrauen. Im Mittelpunkt. Und ganz ehrlich, Sie können froh sein, dass das, was Sie alles die ganze Zeit reden, Unterhaltungen untereinander sind. Wir sind ja dank der FDP so nah dran, dass wirklich auch die Privatunterhaltungen, da tut einem alles weh, wirklich. Da gehen alle Haare, sträuben sich da zu Berge, unterirdisch, was Sie hier alles von sich geben. Ganz, ganz schlimm, nicht nur hier am Rednerpult. Für mich steht im Mittelpunkt die Frage, und dafür ist dieser Bericht auch da, wie kann auch Digitalisierung geschlechtergerecht ausgestaltet werden, weil sich eben unter den Bedingungen des digitalen Wandels Ungleichheiten noch mal ganz neu zeigen. Es haben sehr viele Vorrednerinnen heute schon von sich gegeben, und sie zeigen sich auch alle anders. Wir haben schon den Gender Pay Gap besprochen, wir haben den Gender Care Gap besprochen, wo auch nur von Ihnen unflätige Dinge reingerufen werden. Motorölwechsel, liebe Leute, das glauben Sie doch nicht selber, was Sie hier von sich geben, Herr Erhorn. Aber ich möchte mich gar nicht lang mit Ihnen beschäftigen, weil es wirklich auch verlorene Liebesmüh ist. Ich möchte einen weiteren Begriff einführen, nämlich den des Gender Data Gaps. Das bedeutet eben, dass anteilsmäßig, ich weiß, dass Fremdwörter für Sie Glückssache sind, aber Sie können ja mal zuhören, anteilsmäßig gibt es mehr Daten über Männer, die gesammelt werden, als über Frauen. Und es ist auch so, dass diese nicht nach Geschlechtern unterschieden werden. Und es führt eben nicht, wie man vielleicht auf den ersten Blick glauben könnte, erstmal zu einer Gleichbehandlung, sondern eben zum Gegenteil. Weil geschlechterspezifische Verschiedenheiten, die Sie ja auf der einen Seite immer rausholen, die werden eben ignoriert mit zum Teil fatalen Konsequenzen. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich, was jetzt nicht originär digital ist, aber das beste Beispiel, was alle kennen, ist nämlich das Thema der Crash-Test-Dummies, dass die immer überwiegend männlich waren und daraus eben die... Oh mein Gott, Sie sind ja noch blöder, als ich dachte, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist doch völlig klar, wenn es männliche Crash-Test-Dummies gibt, dass dann bei Unfällen Frauen leichter verletzt werden und sterben. Da fragen Sie mal das Verkehrsministerium, wenn Sie nicht glauben, was ich Ihnen hier erzähle. Das BMVI hat da oder BM, wie es auch immer jetzt heißt, eine andere Datenlage dazu. Und natürlich bei einer anderen Statur, das ist doch logisch. Sie stehen hier und sagen, Männer und Frauen sind unterschiedlich, und dann glauben Sie es an der Stelle nicht. Das passt doch alles nicht zusammen, meine Güte. Also... Und das Gleiche ist doch bei einem Diskriminierungspotenzial beim Einsatz von automatisierten Prozessen genauso in der Plattformökonomie, weil es natürlich immer noch so ist, dass Plattformarbeit immer auch eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit bedeutet. Und bei Jobportalen, das ist auch schon angedeutet worden, erleben wir auch zunehmend automatisierte Prozesse, die bei der Auswertung auch von vielen Daten beruhen. Das heißt, künstliche Intelligenz arbeitet, um Sonderfälle zu minimieren. Und deswegen, wenn dann in Datensätzen nur wenige Frauen vorkommen, werden diese vom Algorithmus als irrelevante Abweichungen ignoriert. Und deswegen ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema an der Stelle, weil Frauen natürlich keine irrelevante Abweichung sind. So sieht es also der Algorithmus, wenn wir nicht gegensteuern. Und deswegen brauchen wir, um diese Ungerechtigkeiten zu beheben, Veränderungen auf mehreren Ebenen, beispielsweise bei der Gleichbehandlung der Bewerberprofile. Es ist schon viel darüber gesprochen worden, wo wir ansetzen müssen, in den Kindergärten, in den Schulen. Aber wir können es auch nicht nur den Kindergärten und den Schulen überlassen. Wir brauchen auch an den Nachmittagen Angebote. Und ich möchte jetzt mal einen großen Werbeblock hier an dieser Stelle machen.
weil das wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Instrument ist, was wir in der letzten Legislaturperiode leider nur singulär in Deutschland haben einführen können. Ich gebe ganz offen zu, ich habe mir es anders vorgestellt, in der Hoffnung, dass wir regieren, dass wir es flächendeckend in Deutschland ausrollen. Aber ich möchte an die Fraktionen der Ampel eine Bitte mitgeben, ob sie es sich mal anschauen können und vielleicht umsetzen können. Wir haben nämlich auf Bestreben der Bundeskanzlerin ein sogenanntes digitales Lernzentrum mit Namen TUMO in Berlin hier eingeführt. TUMO ist ein Zentrum außerhalb der Schule, freiwillig für Kinder von 12 bis 18 Jahren. Es ist dauerhaft, es ist kostenlos, es ist regelmäßig. Und es ist gerade für Mädchen ganz großartig, weil es nennt sich nämlich nicht nur digital, sondern es heißt zum Beispiel ein Center for Creative Studies, weil Sprache auch wahnsinnig viel macht. Weil Kreativität, da fühlen sich Mädchen besser angesprochen. Es ist leider immer noch so, dass es heißt, oh, Jungs machen mal Mathe, Mädchen sollen lieber Sprachen lernen. Dann sagen wir ja, Programmiersprachen beispielsweise. Und ich kann alle Kolleginnen und Kollegen nur ermuntern, sich das hier in Berlin mal anzuschauen. Mein Wunsch wäre es, dass wir es analog der Mehrgenerationenhäuser in jedem Landkreis in Deutschland, in jeder kreisfreien Stadt einrichten, weil das jeder wirklich vor Ort auch in seinen Wahlkreisen gut brauchen könnte, nicht nur in Berlin, wo es hervorragend funktioniert. Aber da würde ich Sie bitten, wirklich uns zu unterstützen an dieser Stelle. Liebe Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben uns als Union an Ihrer Seite, wenn wir die Handlungsempfehlungen der Sachverständigenkommission ernst nehmen, wenn wir sie in konkrete Umsetzungsschritte eben auch umsetzen werden. Holen wir also die weiblichen Crash-Test-Dummies weg vom Beifahrersitz, holen sie hinter das Steuer, bauen wir diese Ungleichheiten ab. Und liebe Mädchen, die ihr heute alle zugeschaut habt, liebe Frauen, ihr werdet an den Debatten sehen, ihr könnt nie die AfD wählen, es ist nicht zu eurem Besten. Vielen Dank. So, bitte einmal noch mal die Masken wieder korrigieren. Das sind ja Mund- und Nasenschutzmasken. Und als letzte Rednerin in dieser Debatte erhält das Wort Ariane Fischer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte an den Bildschirmen. In der Pandemie waren die Menschen durchschnittlich über 10 Stunden täglich online. Aktuell sind es immer noch mehr als 7 Stunden. Der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung fokussiert daher mit gutem Grund auf die digitale Welt. Und wie in der realen Welt sind auch in der digitalen Welt Mädchen und Frauen im Netz wesentlich häufiger Gewalt ausgesetzt. Hier knüpfe ich an die Debatte zum Internationalen Frauentag und möchte noch mal verstärken: Menschenrechte, Frauenrechte, es ist eins. Die vorgestern vorgestellte Kriminalitätsstatistik zeigt, dass Opfer von Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung zu 92% Frauen und zu 50% unter 21 Jahren alt sind. Die Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern haben um 6,3% zugenommen, die Verbreitung pornografischer Schriften um 88%. Die virtuelle Welt wird dabei als Tatort immer relevanter. Es gibt eine Vielzahl von Formen von Gewalt an Frauen und Mädchen im Netz. Cybermobbing, Hate Speech, Bloßstellen und Anschwärzen, sogenanntes Doxing, Cyberstalking, Nötigung oder Erpressung, Verbreiten von Gerüchten und Schmähungen, Identitätsmissbrauch und auch die offene Androhung von Gewalt. Begünstigt durch die Anonymität des Netzes und in räumlicher Distanz zum Opfer. Das bedeutet, das Netz ermächtigt somit auch Feiglinge, zum Täter zu werden. Unser Gehirn ist ein Wunderwerk. Es merkt sich über sogenannte Spiegelneuronen Erfahrungen und Gefühle, damit wir in einer künftigen Situation Muster erkennen, gewappnet sind, schnell reagieren können. Das soll unser Überleben sichern. Doch das heranreifende Gehirn eines unter 18-Jährigen unterscheidet nicht zwischen wirklich erlebten Szenen und virtuell erlebten Erfahrungen und Emotionen. Ein Spiel, ein Film, eine Diffamierung im Netz wird genauso stark erlebt und genauso als Wirklichkeit abgespeichert. Das Internet prägt auf diese Weise direkt Selbst- und Rollenbilder. Welchen Einfluss hat das Internet auf unsere Vorstellungswelten?
Unendlich viele Fotos, Selfies werden verschickt, vermeintlich verschönt durch Filter. Das eigene Spiegelbild kann dann mit diesem virtuellen Ich nicht mehr mithalten. Und das führt in der Realität zu Gefühlen von Minderwertigkeit, meist bei Frauen. Dazu kommen neue Vorbilder, InfluencerInnen, gecastet, um durch Schönheit Einfluss zu nehmen. Schönheit, Erfolg und Ware werden somit eine Einheit. Es entsteht ein auf Benutzen und Verbrauchen, ein auf Konsumieren ausgelegtes Menschen- und insbesondere Frauenbild. 35% des Datenverkehrs im Internet sind Zugriffe auf Pornos. 9 von 10 Konsumenten sind Männer. Der Erstkonsum ist gewöhnlich im Alter von 11 bis 12 Jahren. Und 71% der 14- bis 17-Jährigen gucken mehrfach wöchentlich Pornodarstellungen. Wir erinnern uns an die Spiegelneuronen. Anhand dieser Bilder prägen sich die Vorstellungen der jungen Männer von Frauen und von Sex. Es prägt sich ein Selbstbild von einem Mann, der das Recht hat, alles, was er will, von der Frau zu bekommen, es sich nötigenfalls auch zu nehmen. Diese Bilder von Frauen als Objekt führen zur Enthemmung und zu höherer Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen. Der Anteil polizeilich gemeldeter Vergewaltigungen und schwerer sexueller Nötigungen ist seit 2010 von 9,4 auf 11,9 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Wo kommt das her? Was ist zu tun? Bundesfrauenministerium hat 2019 die bundesweite Initiative Stärker als Gewalt gestartet. Auf der Online-Plattform Aktiv gegen digitale Gewalt gibt es gesammelte Informationen über Formen digitaler Gewalt, was dagegen getan werden kann und wo es Hilfe für Betroffene und Fachkräfte gibt. Es gilt, das Wissen zu stärken, empfiehlt der Gleichstellungsbericht. Bei Straftaten soll erfasst werden, ob digitale Medien eine Rolle spielen. Fachberatungsstellen sollen ihre Kompetenzen im Bereich geschlechterbezogene digitale Gewalt auf- und ausbauen. Ein Schutzschirm könnte Opfern unter anderem bei der Sicherung von Beweismitteln, dem Löschen von Hasskommentaren oder dem Schützen ihrer Accounts helfen. Zentral bleibt als Forderung die Reform internationalen gesetzlichen Kinder- und Jugendmedienschutzes, denn bis jetzt ist es ein einziger Klick, ich bin 18, um auf der Pornoseite zu landen. Die Kinder und Jugendlichen sollen einerseits vor ungeeignetem Inhalt, aber insbesondere vor Interaktionsrisiken wie Mobbing, sexualisierter Anmache, Hassrede, aber auch vor Kontaktaufnahme von Tätern geschützt werden. Die Kombination aus Sensibilisierung, digitalem Jugendschutz und einem funktionierenden Hilfesystem haben wir im Koalitionsvertrag als wichtige Eckpfeiler des Gewaltschutzes verankert. Das Thema gehört auch an den runden Tisch gegen Gewalt an Frauen. Und diesen werden wir im Mai fortsetzen. Greifen wir darüber hinaus an der Wurzel an. Das sind die gelebten Rollenbilder und Vorbilder, die Männer und Frauen, Mütter und Väter geben. Aber lassen Sie uns auch pädagogisch und in Kampagnen Menschen und Rollenbilder prägen, in denen jeder Mensch gleich viel wert ist und darüber hinaus alles, was er oder sie möchte, sein kann. Lassen Sie uns noch was völlig Verrücktes tun, nämlich unser Grundgesetz ernst zu nehmen, indem wir die Würde des Menschen, die Würde der Frau, wieder als unantastbar anerkennen. Frauenrechte sind Menschenrechte in der realen und in der virtuellen Welt. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-30-75-0 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.